Moin zusammen. Ein alter Deutschlehrer von mir, der sagte immer, macht niemals den Seismographen dafür verantwortlich, dass es ein Erdbeben gibt. Es gibt ja irgendwelche Typen, die mir unterstellen, ich wollte Parkside immer was ans Zeug flicken. Nee, das machen die ganz von alleine. Ich halte mich ständig oder versuche mich ständig an Fakten zu halten, weil ich messe, wiege und so weiter und die auftretenden Fakten schlicht und ergreifend versuche zu beurteilen. Wenn das jemand anders sieht, ist in Ordnung, aber unsachliche Auseinandersetzungen darüber, die werde ich hier auf den Kommentaren nicht mehr dulden, sondern diese Leute können sich dann meinetwegen auf ihren speziellen Verschwurbelungstheorie-Foren da austauschen, aber nicht mehr hier. So, jemand, der nicht irgendeine verschwurbelte Theorie, sondern einen Fakt geliefert hat, und darauf bin ich ja auch immer gespannt, eine faktengebundene Rückmeldung von Zuschauern zu bekommen, ist Ballermeester. Und zwar hat er einen Kommentar heute am 23.12.2020 abgegeben zum Zerlegevideo vom Parkside Performance PRBSPLI B2, genau, vom 6.3.2020. Und zwar hatte er ein Problem, nämlich das gleiche wie ich. Hier, das ist schon mal die zweite Maschine. Ich hatte ja aufgrund meiner Reklamation eine zweite Maschine bekommen und die hatte ich schon mal zerlegt. Das ist die defekte Maschine. Der Defekt äußerte sich folgendermaßen. Normalerweise hast du ja einen Spindellock, aber der hier, ja, das kann man so durchdrehen und das darf man nicht. Ja. Normalerweise ist dort ein Spindellock drin und das darf sich nicht wie eine Kaffeemühle anhören, sondern muss blockieren. Deswegen hatte ich das hier ja auch schon extra auf ein Zweihand-Bohrfutter umgeschraubt, damit ich wenigstens das Ganze, also das hält man dann hier fest. Hier kann man das dann lösen bzw. anziehen. Damit kann ich dann eben doch noch diese Bohrmaschine weiterverwenden. Das Problem war, dass er beschrieben hatte, er hatte das Video sich angeschaut, herzlichen Dank dafür, und hatte dann auch gefunden, okay, in diesem, also es ging ursprünglich darum, möglicherweise ist da Materialfehler drin oder was, und er sagte, ja, Materialfehler, und er hatte dann eben nachgeschaut und dieses Gehäuse hier, das in dem Kunststoffgehäuse ist, das ist eben kein Metall, wie das mehrere vermuten, das sieht nur so aus, als ob. In diesem Kunststoffgehäuse ist ein Metallgehäuse, so ein Stern drin. Und dieser Stern ist recht dünnwandig und das Problem ist, ja, hier funktioniert der Spindellock noch ganz gut. Wenn ich daran drehe, dann sieht man, das verwindet sich, ja, beziehungsweise diese Rollen, die verklemmen sich hier im Gehäuse, also zwischen diesem Teil hier, ja, und dem Gehäuse außen und verhindern, dass das Bohrfutter sich durchdrehen kann. Damit kann ich das Bohrfutter dann fest anziehen, beziehungsweise dann auch hinterher wieder lösen. Wenn das nicht klappt, also wenn hier entweder diese Rollen, diese kleinen Dinger hier, wenn die nicht mehr vorhanden sind oder durchrutschen, ja, hier zum Beispiel, ich brauche zwei davon, wie man sieht, sonst ja, rutscht das durch bzw. verklemmt zu spät. Und wenn ich beide rausnehme von diesen Rollen, diese kleinen Zylinder hier, die machen es, ja, dann habe ich überhaupt keinen Spindellock mehr und das Ganze dreht sich durch. Aber natürlich muss ich diese Kraft von diesen kleinen Rollen auch hier außen irgendwie abstützen. Und das geht auf dieses Gehäuse. Und dann hat er eben das Gehäuse hier rausgenommen. Dieses hier mit dem sternförmigen da. Ja, und hat dann entdeckt, ups, da ist irgendwie ein Riss drin. So. Das kann man auch hier ganz einfach rausnehmen. Genau. Und um dieses Gehäuse hier, da geht es. Ja? Und in diesem Gehäuse
war bei ihm irgendwo ein Riss drin. So, und das kontrollieren wir jetzt nochmal nach. In diesem hier, in diesem Gehäuse ist kein Riss drin. Wir werden aber dann nochmal Messungen durchführen. Wir lassen das erstmal so. Das hier ist dann diese Welle, die direkt auf die Aufnahme vom Bohrfutter geht. Ja? Gut. Also, was machen wir? Wir zerlegen jetzt mal die ursprüngliche Maschine, die alte Maschine. Und da machen wir das Gleiche wie bei ihr hier. Wir arbeiten uns vom Motor aus, durch das Getriebe, hoppla, so, ne? Durch das Getriebe hier nach vorne, ne? Und brauchen dafür dann das Bohrfutter nicht abschrauben. Gut, das kennen wir ja eigentlich schon und deswegen machen wir das nur mal eben so zack, zack, zack im Schnellstdurchlauf. Übertragung, die dann hier einfasst. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Okay, gut. So, und jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser hüpft. Sehen wir da schon irgendetwas? Oh ja. Hier, da, warte mal, ja, da, guckt mal da drauf, konzentriert euch mal da drauf, hier, da, ja, das geht nämlich hier auf. Gut. Okay. Okay. So. Sehen wir irgendwelche Unterschiede jetzt hier? Nein. Aber wir sehen, ich hoffe, dass wir das sehen. Genau. Also, da sehen wir das. Hier unten ist der, da ist der Riss. Da ist der Riss im Gehäuse und den sieht man. Hier auch.
Hier geht er durch. Also, dieses Gehäuse ist definitiv defekt. So, und ich muss sagen, danke an Ballermeister, dass er sich die Mühe gemacht hat, das auseinander zu frickeln, damit wir jetzt hier tiefere Erkenntnisse haben. Aber wir können diese Erkenntnisse noch ein bisschen vertiefen, nämlich ich hatte ja behauptet, dass das Material insgesamt ein bisschen sehr schwach ist. Warum? Kommen wir gleich, weil ich nämlich etwas in Erinnerung hatte, nämlich das Teil hier. Wir erinnern uns, PBSA 12C2. Okay, die hatte ich nämlich schon mal zerlegt. Und wenn ihr euch das Video anguckt, ich verlinke das dann nochmal, dann werdet ihr sehen, dass der Spindellock hier drin viel stärker dimensioniert war. Denke ich mal, oder? Wir werden das jetzt nochmal nachprüfen. Aber erstmal werden wir jetzt hier ein wenig messen und ein bisschen was aufschreiben, damit das dann nicht mehr verloren geht. Diese kleinen Rollen hier, darum geht es ja. Um diese winzigen Dinger, kann man das sehen? Die haben einen Durchmesser, da, das Ding, einen Durchmesser von 3,4 mm. Und eine Länge von 6,5 mm. 3,4 mal 6,5 mm. Okay. Gucken wir uns die anderen Rollen nochmal an. 3,4 mal 6,5, 6,4. Die von dem 9, 6,6. Mal 3,4 und die letzte 6,5 mal 3,4. Gut, also im Durchmesser kein Unterschied. Und dann haben wir hier 6,4 bis 6,6 in der Länge. Was aber auch noch interessant ist, ist die Wanddicke, hier dieses, ja, nennen wir den mal Stern, oder dieses Gehäuses vom Spindellock, das sind 1,4 mm. Ich hoffe, das kann man sehen. 1,5 mm, 1,4. 1,5. 1,5. 1,6. Bla. Schön parallel. 1,5. So. Und 1,4. Also zwischen 1,4 und 1,5. Und hier am Riss ist es 1,4. So, also 1,4 bis 1,5 mm ist das Ganze dick. Können wir nebenbei auch noch mal die Höhe messen, weil das ist ja auch, beziehungsweise hier die Tiefe dieser Bohrung, beziehungsweise dieses Zylinders, 6,5. 6,5 mm. Also passt. Da passen also diese kleinen Zylinderröllchen dann wunderschön rein.
So, gibt es da irgendwelche Abweichungen, wenn ich den neuen Zylinder messe, also von dem Austauschgerät? 1,5. Also überall und das gleiche ist hier. Gut, ein und dasselbe. Jetzt machen wir Folgendes. Bauen diese Maschine zusammen. Die lassen wir nochmal zu Beweiszwecken. Die lassen wir nochmal auseinandergebaut. Dummerweise, wenn man fettige Finger hat, wie immer, TPE, nicht so toll. Ja, das kann jetzt nicht mehr abfallen. Dann machen wir das gerade noch fest. So, Punkt 1 erledigt. So, und jetzt kommt er hier dran. Das war aus dem Zerlegevideo vom 7.26.19, der PBSA12C2, also das 12-Volt-Gerät, ein 12-Volt-Gerät mit einem maximalen Drehmoment von 28 Newtonmeter, mein Lieblingsgerät. Warum? Ja, er hat eben diese schöne Schnellwechselschaltung, dann hier ein Bit-Einsatz, kann man, wie gesagt, Schrauberbits auch reinsetzen. Und
Er hat auch, und er kann auch X12 Volt Team kompatibel gemacht werden. Ganz einfach. Ja, hatte ich schon vorgeführt. Na, läuft wunderbar. So. Und den hier hatte ich ja auch schon mal zerlegt. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ah, die legen wir mal zentral hier ab. Wie eben auch. Und in diesem Fall haben wir hier drei Röhrchen. Okay. Und wir haben hier diesen Stern. So. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal im Vergleich an. Also. Sieht man da einen kleinen Unterschied? Die Wanddicke, ja, das war ja hier gerissen. Die Wanddicke und so ein Röllchen. Moment. Einmal das und einmal das. Kann man hier schon einen kleinen Unterschied erkennen? Zwischen den beiden Röhrchen. Ja, das eine ist dicker als das andere, ne? So. Die Maße vom Performance hatten wir. Und jetzt kümmern wir uns mal um den 12 Volt, den kleinen. Der hat 5,6 mm, sieht man das? Rollenlänge. Ah, Moment, nicht schräg messen. 5,6 mm. Schön aufschreiben. Aber die Rollendicke ist 4. Okay, die Länge ist nicht so ganz so entscheidend, ja, aber die Dicke, das hat was mit der Stabilität zu tun. Sprich also
4 mm ist deutlich mehr als 3,4. Und bei diesen kleinen Abmessungen ist das eine Menge. 4 und Moment. 4. So. Jetzt nochmal die Wanddicke. 2,6, 2,5, Moment. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. Ein guten Millimeter dicker, auch hier eine ganze Welt. Ja, das kann nicht so leicht. Das kann nicht so leicht brechen wie das hier. Vollständigkeitshalber die Tiefe 5,7. Genau, die Rolle waren 5,6, hier auch 5,6, 5,7, gut. Okay, so, damit haben wir schon mal ein paar entscheidende Werte. Knackpunkt war ja, das Gehäuse war, vielleicht sieht man das noch, hier gerissen. Da ist der Riss. Ja, ist deutlich zu erkennen. Vielleicht, weiß nicht, so hier oben. Und das wäre mit Sicherheit nicht passiert, wenn man das Gehäuse einfach dicker gemacht hätte. Ja. Man darf nicht vergessen, das hier kommt aus der wesentlich teureren 18-20 Volt Maschine. Ja. Zu übertragendes Drehmoment immerhin 60 Newtonmeter, aber das Drehmoment wird ja nicht hier drüber übertragen, sondern hier wird ja nur die, ja, ich sag mal, Bremskraft oder das Verkanten der kleinen Rollen hier, ja, im Gehäuse übertragen. Ja, und wenn das zu schwach ist, dann knackt das eben nach außen hinweg. So ist das. Beides sind Gussteile. Feingussteile übrigens. Wann wird denn ein hohes Drehmoment übertragen? Naja, wenn man eben das Bohrfutter richtig anzieht. Ja? Und in dieses Bohrfutter, beziehungsweise in das Originalbohrfutter, gehen 13 mm Bohrer rein. Hier nur 12, nur hier nur 10 mm. So. Das heißt also, hier muss man deutlich stärker und fester andrehen. Das heißt also, der Spindellock muss von Natur aus, ja, hier wesentlich fester sein. Ich setze jetzt wieder diesen Stern da rein, damit wir die beiden Sachen schön miteinander direkt vergleichen können. Also, hier nochmal der direkte Vergleich beider Spindelloks. Einmal den von der 12-Volt-Maschine und einmal den von unserer teuren Parkside Performance 20-Volt-Maschine mit ein bisschen mehr Spiel. Aber das macht nichts. Wichtig ist nur die Stabilität des Ganzen und das ist schon augenscheinlich und nachgemessen. Hier wurde wirklich zu viel Material gespart. Das tut nicht Not, man hat viel mehr Platz, man hat hier viel mehr Platz an Material als hier. Warum hat man das nicht ausgenutzt? Da hat irgendeiner Schlauberger ein Zehntel Cent an Material für das Gussteil gespart und die Folgen sind dort. In diesem Fall kein Einzelfall, ja, man hat einfach nur sinnlos gespart und nochmal, macht niemals den Seismografen dafür verantwortlich, dass es ein Erdbeben gibt. Ne? Lidl hat hier definitiv Mist gebaut. Okay,
Und das ist einfach nicht entschuldbar. So, jetzt können die Fanboys so viel heulen, wie sie wollen. Das sind Fakten.